Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Und heute wird mal wieder Porsche gefahren, seit langem. Und zwar ein ganz, ganz, ganz besonderer Porsche. Einer der wenigen 911er, den ich wirklich sehr gerne mag. Und zwar der 2012er Porsche GT2 RS. Wirklich, wie ich finde, ein super, super geiler Wagen. In welcher Farbe nehmen wir denn? Ich würde sagen, das Silber steht ihm ganz gut. Und wie immer habe ich natürlich ein paar Fakten zu dem Wagen rausgesucht. Nämlich haben wir einen 3,6 Liter 6-Zylinder Boxermotor mit Biturbo. Das Ganze mit 620 PS auf 1,37 Tonnen Leergewicht. Von 0 auf 100 geht er in etwa 3,5 Sekunden. Die Topspeed wird bei 330 km/h abgeregelt. Wir haben einen Preis von 237.000 Euro ungefähr. Der Wagen war auf 500 Stück limitiert. Und der Codename dieses Wagens war 727. Hat jetzt mit 911 wenig zu tun. Das Ganze ist tatsächlich die Zeit des Nissan GT-R damals auf der Nordschleife gewesen, nämlich eine 727, womit der ja kurzzeitig der Rekordhalter war. Und diese Zeit wollte man unterbieten auf jeden Fall. Hat er auch geschafft, eine 718 hat er auf der Nordschleife dann gemacht und war damit dann schneller eben als der GT-R. Also Mission erfüllt, kann man sagen. Und ich muss sagen, optisch. Ich mag den 997 sowieso, bin ich ganz ehrlich. Und der GT2 RS ist auf jeden Fall auch noch super, super geil, wie ich finde. Gerade die Carbonhaube hier zeigt einfach wirklich, das ist kein normaler 911er. Den Jungen hier solltest du ernst nehmen. Ich würde sagen, wir hören uns den Boxermotor auf jeden Fall auch mal an. Da können wir erstmal die Tür zumachen, auch nicht schlecht. Da können wir anschalten. Ja, kann man machen auf jeden Fall. Kann man wirklich machen. Ja, mittlerweile ja schon outdated der Wagen hier. Gibt ja jetzt den neueren, den 991 GT2 RS. Seit über 2 Jahren mittlerweile. Haben wir auch hier im Spiel, bin ich auch schon gefahren. Aber den hier eben noch nicht. Und ich wollte einfach mal mit den angucken, wie der hier so im Spiel fährt. Der ganze Wagen. Kam ja damals in Motorsport 4 per DLC rein. Und dann auf der Next Gen eben erst wieder in Horizon 2. Und da war der Wagen aber sehr schwer erhältlich. Denn das war kein normales DLC. Sondern ich glaube für eine Woche oder so wurden eben der Porsche Macan und dieser GT2 RS eben for free angeboten. Also das war höchst limitiert. Und ich meine, wie gesagt, es war ein Wochenende. Aber 100% würde ich da nicht drauf geben. Kann auch potenziell ein bisschen länger gewesen sein. Aber ja, sehr exklusiv der Wagen auf jeden Fall, damals gewesen. In Horizon 3 kam er dann ja auch wieder rein. Per Forzatron war das. Und jetzt hier in Horizon 4 eben Porsche von Anfang an vorhanden. Und damit natürlich auch dieses Schmuckstück hier. Und ja, wer mich kennt, der weiß, ich bin echt nicht der größte 911er-Fan. Überhaupt nicht. Ich finde den 911er stinkend langweilig. Aber wie gesagt, der GT2 RS ist ja auch so ziemlich die extremste Version des 911er. Und der hat auf jeden Fall was. Den finde ich persönlich super, super geil. Und auch der Innenraum ist halt genial. Also, ich finde generell auch dieses Rot passt hier sehr schön rein. Haben wir ja auch dann beim 991 hier 991er GT2 RS im Innenraum so ein bisschen rein verarbeitet. Oh Gott. Aber ja, ich bin auch mal gespannt, was wir aus dem Wagen hier rausholen werden. Denn ich glaube, damit kann man so einiges anstellen, was mich auch interessiert. In Horizon 2 damals hatte ich einen recht geilen Forza-Flügel. Da hat man damals im Prinzip gesagt, okay, wir belassen die Halterungen des GT2 RS bei und ersetzen quasi nur den Flügel an sich. Also
Die haben nicht den kompletten Flügel vom GT2 S runtergenommen und da den Forza-Flügel draufgesetzt, sondern einfach nur den oberen Teil des Flügels und eben nicht die Halterungen. Und eben nur das ersetzt. Bin ich gespannt, ob die das hier wieder umgesetzt haben. Wäre ja echt eine coole Nummer. An sich. So, ja, demnächst steht auch leider wieder der Herbst an. Das heißt, wir gehen wieder in die etwas unschöneren Jahreszeiten hinein. Ich muss sagen, ich hätte nichts dagegen, wenn wir dauerhaft Sommer in Horizon hätten. Das ist aber echt die schönste Jahreszeit, wie ich finde. Ab und zu ein bisschen Frühling zwischendurch, wenn es sein muss. Der ist ja auch noch ganz schön. Und alle 3-4 Monate darf auch mal eine Winterwoche sein. Aber ja, im Idealfall wäre immer noch das geilste System private Sitzungen, wo man die Jahreszeiten selber bestimmen kann. Oder dass du die Jahreszeiten im Offscreen-Modus, also im Offline-Modus, alleine bestimmen kannst. Das wäre ja fabulös, aber naja, irgendwie hat man sich da wohl gegen entschieden. So, wir können auf Allrad wechseln. Lass ich aber mal sein. Ich glaube, dann haben wir nur noch mehr Untersteuer, was wir nicht rausbekommen. Ja, okay, das ist halt Schwachsinn. Ja, genau. Genau das war eben dieser Flügel. Wie gesagt, die Halterungen haben sie hier behalten und nur den Flügel an sich gewechselt. Kann man machen in dem Fall, wie ich finde. Sieht gar nicht so doof aus, aber lasse ich trotzdem mal sein. Und ja, das ging damals auch schon, dass man eben nicht die Carbonhaube, die GT2 RS hat, drauf macht, sondern eben ja, eine normale Haube, wie es der normale GT2 unter anderem hat. Brauchen wir jetzt auch noch nicht. So. Wir gehen auf 275er vorne und der hat halt echt eine perverse Gewichtsverteilung. 39% gerade mal vorne. Der hat schon sehr viel Gewicht hinten. Wir gehen mal auf 335, ja, das sollte dem reichen. Reifen können wir gerne einen Tacke rausholen, auf jeden Fall. So, ja, Kupplung kriegt er, genauso wie ein Getriebe, einfach nur, dass wir es einstellen können. Antriebswelle und Differential. Hat schon ein Rennfahrwerk. Interessant. Ja, ein Überrollkäfig hat er auch drin, wie wir sehen. Ja, komm. Was soll der Geiz? Gehen wir auf 1,2 Tonnen runter. Dann kriegt er noch eine Nockenwelle und das war's aber schon. Der Wagen hat viel Leistung. Und jetzt eben nochmal so einen kleinen Tacken mehr. Das reicht dem Wagen so, wie er ist, auf jeden Fall. So. Dann das Ganze noch einstellen. Getriebe machen wir einfach mal kürzer, prophylaktisch. Hat auch nur in Anführungszeichen 6 Gang. Finde ich ja prinzipiell sehr attraktiv. Ja. So ungefähr. Vorne nicht ganz so weich. Klar, er muss vorne gut weich sein. Damit er aber noch einen Takt besser einlenkt, aber so extrem darf der Unterschied dann doch nicht sein, glaube ich. Aber gut, da könnte ich mich auch vertun. Dämpfer dürfen dafür angenehm hart sein. Bremse mehr aufs Heck. Vielleicht sogar einen Tacken mehr als normalerweise. Damit er einfach einen Tacken besser in die Kurve reinkommt beim Anbremsen. So ungefähr würde ich mir das Ganze vorstellen. Oh yeah. So. Fahr mal das Rennen. Fahre ich recht selten eigentlich. Und jetzt bin ich mal gespannt. Es geht voran auf jeden Fall. Der Wagen hat eine ordentliche Beschleunigung. Holy shit. Er ist natürlich auch so ein bisschen der Power Porsche, wenn man es so möchte. Du hast dein Ziel erreicht. Oder der Power 911er besser gesagt. Der GT3 RS ist ja
nach wie vor auch beim 991 eben definitiv der performantere. Nach meiner Definition von Performance auf jeden Fall. Wow. Aber ja, was ich geil finden würde, gerade eben jetzt hier mit dem GT2 RS, wenn wir auch mal schwächere Varianten hätten. Klar, der GT2 RS ist geil, aber den GT2 würde ich auch nehmen. Gut, im Idealfall natürlich den normalen GT2 als Version, eben die du dir kaufen kannst. Und den GT2 RS eben als Umbauoption in Anführungszeichen. Das wäre natürlich in meinen Augen immer noch das Best-Case-Szenario. Du hast dein Ziel erreicht. Aber da denke ich mal, werden auch die Lizenzen so ein bisschen mitspielen. Muss man ja auch immer gucken. Ist der ein Modern Supercar? Nee, natürlich nicht. Ja, Tracktoy, ja, wenn du unbedingt willst, kannst du es machen, aber ich würde ihn da nicht reinsetzen, ne? Nee, wir gehen auf den Sommer, also eben auf die aktuelle Jahreszeit. So. Schauen wir doch mal, was der GT2 RS hier jetzt reisen wird. Beim Seeufersprint. Viper ACR fährt hier mit, jawohl. Z28, Lotus GT1. Und hier eben auch der aktuelle GT2 RS, den wir mal ganz easy stehen lassen. Oh Gott, easy, kein Problem. Mauern sind da, um abgerissen zu werden, das haben wir schon in Berlin gelernt. Also der fährt sich verdammt geil. Ich glaube auch echt, es war eine gute Sache, dass die Bremsen mehr aufs Heck gelegt habe als normalerweise. Weil der lenkt beim Anbremsen super angenehm in die Kurve ein. Aber ich glaube, das ist auch wirklich so ein Wagen. Wenn du den perfekt beherrschst, dann wirst du ihn lieben. Wenn er dir ausbricht, dann hast du verloren. Ist so generell meine Meinung zum GT2 RS. Die Frage ist halt, ob sich das durch das Setup hier verstärkt hat oder nicht. Die ACR will auf jeden Fall vorbei, aber auf der Geraden bin ich schneller. Das auf jeden Fall. In den Kurven brauchen wir nicht diskutieren, habe ich keine Chance gegen die Viper. Das ist halt doch einfach nochmal eine andere Liga, was Kurvenspeed angeht. Oh Gott. Easy abgefahren. Ja gut. Damit der erste Sieg. Sehr, sehr schön hier. Oh, der hat aber auch so ein leichtes Blubbern im Stand, ne? Ich weiß nicht, wie gut man das hört. Cool. Cool, cool, cool. Also den Sound haben sie okay umgesetzt. Klar, absolute Porsche-Fans werden jetzt sagen, ja, das klingt doch gar nicht so wie in echt. Da werden die auf einmal zu Arnold Schwarzenegger. Aber okay, dann nicht Forza. Nehme ich so hin.
Aber für mich ist das prinzipiell nicht so super schlimm. Ja. Ja, kein Problem. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Es könnte sein, dass mein PC gerade die Verbindung zum Internet verloren hat, aber das ist für die Aufnahme ja egal. Ey, der fährt sich echt schön, also hätte ich so nicht mit gerechnet. Da ist wirklich kein großartiges Untersteuern bei oder was auch immer. Der fährt sich einfach komplett angenehm. Das ist super. Und dabei marschiert er halt auf der Gerade auch noch nach vorne, klar. Für die Klasse keine Bestwerte, was die Beschleunigung angeht, das auf keinen Fall. Aber in Relation zu der Kurvenlage, die der hat, absolut top, ganz ehrlich. So, das ist ja jetzt prinzipiell eher ein etwas schnellerer Kurs. Da können wir dann auch direkt mal gucken, ob der hier wirklich auch gut um schnelle Kurven geht. Und vor allem die Bremsen sind auch gefragt, gerade die erste Kurve rein. Wenn du da schlechte Bremsen hast, dann hängst du in der Wand. Ja, mal außenrum vorbei an der Viper. Ah, Tacken zu spät. Da hatte ich auch definitiv keine gute Linie, die ich wählen konnte. Oh Gott. Wir sind ja prinzipiell sogar in einem leichten Übersteuern drin. Vermutlich. Mein Gott, schieb doch deinen Lotus um die Kurven. Gegen den dürfte ich eigentlich gar keine Chance haben in den Kurven. Oh, schon wieder zu spät. Ja, die Kurve unterschätzt man sehr gern. Dadurch, dass es bergab geht, muss er halt echt den Bremspunktattacken früher setzen. Und hier auf dem Kurs mit den ganzen Lastwechseln und weil die Strecke auch nass ist, ist der Porsche jetzt aber echt eine kleine Zicke. Also da musst du schon jetzt aufpassen, wie du den fährst. Ja, diesmal hat er zu spät gebremst. Ja, okay, also um die Kurve rum sind wir echt in einem guten Übersteuer drin. Also gut nicht im Sinne von performance-technisch gut, sondern stark. Also nicht unbedingt angenehm. Ja, hätte ich ein bisschen früher gemerkt, dass der Wagen sich hier nicht so super angenehm fährt und mich auch dementsprechend adaptiert, dann wäre das Rennen auch gut für mich ausgegangen. Aber hey, P2 nehmen wir auch mit. Ist immer ein Treppchen. So. Nee. Ja, komm, fahren wir das hier noch. So quasi als letzter Test hier. Und dann gebe ich das Setup frei.
So, gucken wir mal. Das sieht mir jetzt wieder nach normalen Bedingungen aus. Eben ohne nasse Fahrbahn. Jawohl, sehr schön. Da wollte ich gar nicht auf die Außenlinie. Fuck. Na, oh, das war doof. Das war mein Fahrfehler auf jeden Fall. Wäre der Clio da nicht gewesen, wäre das auch gut gegangen. Aber das Problem ist, ich bin zu weit rausgekommen einfach. Auch ein bisschen zu schnell reingefahren. Und war dann auf einer Linie, wo die Kurve einfach nicht gut gehen konnte. Aber egal, die Strecke ist gerade mal knapp zur Hälfte vorbei. Den einen oder anderen kann ich mir hier auf jeden Fall noch holen. Der war schön, oder? Ja, Viper HCR, wie gesagt, in den Kurven, da werde ich keine Schnitte gegen haben. Und wir kommen auch leider hier nicht mehr in die Topspeed-Gebiete, die ich vermutlich bräuchte. Oh, aber da bremsen die sich gegenseitig aus. Zumindest einen hole ich mir noch, okay. Ja, mal schauen. Ich glaube, wenn der Porsche hinten ein bisschen mehr Downforce hätte und dementsprechend einfach in den Kurven auch ein bisschen stabiler wäre, du dementsprechend auch den mehr reinschmeißen kannst, um auf Nummer, ohne auf Nummer sicher zu gehen, dann wäre der noch ein gutes Stück besser. Aber so wie er jetzt ist, macht er auch mega Laune zu fahren und ist auch recht schnell, also finde ich sehr gut, finde ich sehr gut. So, da würde ich sagen, was ist dann für diese Folge. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.